Wofür braucht man Guanciale? Carbonara, ja. Aber das geht nicht. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, das ist es. Der Guanciale kommt wieder oben auf die Pasta. Es geht um den Genuss. Pasta Poesia, Carbonara, vom Sternekoch getestet. Freunde, heute ist ein besonderer Tag, denn Pasta Poesia geht in die zweite Runde. Wir haben zum allerersten Mal neue Sorten rausgebracht und der ein oder andere kennt vielleicht das Szenario, vor dem ich mich hier befinde. Wir stehen vor dem Sterne-Restaurant von Maximilian Lorenz und dem werde ich heute meine Pasta zeigen. Ich zeige dem Sternenkoch meine Pasta, ich weiß nicht, was daraus werden soll. Gehen wir mal rein, begrüßen den Max und hoffen wir, dass er mich nicht komplett zerreißt. Chef, na? Wie geht's? Alles gut? Nudelmaster. Ich hab dir was mitgebracht. Ist ein ganz natürliches erstes Treffen. Wir sind beide schon verkabelt. Mensch, was ein Zufall! Ich erfriere auch hier in meinem T-Shirt, sollen wir mal reingehen? Aber ist zu, ich weiß nicht, was drin ist. Ist zu, du weißt nicht, was drin ist. Das wird auf jeden Fall spannend, weil im Kern ist das hier ein Convenience-Produkt. Und mit einem Convenience-Produkt in eine Sterneküche zu spazieren, ist vielleicht nicht das Allerschlauste. Aber ihr wisst, ich liebe Pasta Poesia und wir haben heute wirklich in unserer Box etwas, ich will nicht sagen Revolutionäres, aber schon was Revolutionäres. Und das musste ich einfach wieder jemandem zeigen, weil ich glaube, wir können heute auch bei Max Lorenz für echte Begeisterung sorgen. Komm, ich hab Hunger. Komm, legen wir los. Willst du mal ein klassisches Unboxing machen? Wie geht das? Ich kenne mich da nicht so aus. Messer aufschneiden. Aufschneiden, das kann ich, das habe ich gelernt. Ich koche dir jetzt, was wir Neues haben. Ich sag mal so viel, eine Sache wirst du vielleicht gar nicht so erwartet haben, aber wir haben da was geschafft, sage ich einfach mal. Also wenn jetzt Frikadellchen drin wäre. Das ist schon eine andere Liga, das ist von allen Soßen ever mein Favorite, die wir bisher gemacht haben. Pomodoro e Salsiccia, im Prinzip Tomate und Salsiccia-Wurst, die klassische italienische Fenchel-Bratwurst, die so richtig schön geil gewürzt ist. Vertrau mir, das wird dir schmecken. Aber guck mal weiter, eine Sache ist wirklich ein bisschen crazy. Auch richtig gottlos ist, wenn man die grillt. Ja, gegrillt ist Salsiccia, wow. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's richtig spannend. Parmesankäse, weißt du, was das ist? Ich würde sagen Speck und weil es ein italienisches Produkt ist, würde ich sagen Guanciale. Der Mann weiß Bescheid. Und da oder gar wofür braucht man Guanciale? Wir haben hier schon was liegen. Hol einfach mal raus, weil das ist wirklich geisteskrank. Leute, ihr wisst... Carbonara? Ja. Aber das geht nicht. Denkt man, ne? Geht nicht. Guck mal, was drin ist. Du siehst es vielleicht schon. Ja, es ist auf jeden Fall, Ei mit drin. Genau, es ist Ei drin, es ist keine Sahne mit drin. Das hier ist eine echte italienische Carbonara. Und deshalb, Leute, ich muss da nochmal ein Video zu machen. Ich muss euch das zeigen. Ich bin wirklich unfassbar stolz. Wir haben mit Pasta Poesia die wahrscheinlich erste echte Carbonara entwickelt, die ohne Sahne auskommt und die jeder sich zu Hause zubereiten kann. Viele wissen das gar nicht, aber Carbonara kochst du eigentlich nicht mit Sahne, sondern einfach nur mit Eiern, Nudelwasser, Guanciale. Es gehört auf jeden Fall kein Pressschinken rein, keine Sahne und bitte nicht die deutsche Variante, keine TK-Erbsen. Es gibt ja auch andere Köche, die beanspruchen den Titel, aber Max Lorenz, ich durfte mich auch schon selbst überzeugen, ist ja der selbsternannte beste Koch Italiens außerhalb Italiens. Da gibt es jetzt noch jemand anderes aus Hamburg, der wahrscheinlich diesen Titel für sich behalten will, aber ich muss dann einfach sagen, bei der italienischen Küche und gerade was Pasta angeht, das ist ganz, ganz viel Herz, ja. Relativ wenig Technik. Viel Produkt. Viel Produkt. Wenn man es jetzt mal so mit der französischen Küche vergleicht oder der asiatischen, ist halt super viel Technik. Ja. Und hier kochst du einfach so aus dem Bauch, so ja. Wie Nonna mit ganz viel Amor und das ist ja. Schön. Das sind noch die begleitenden Nudeln. Also wir haben einmal für die Pomodoro e Salsiccia haben wir die Paccheri. Für die Carbonara, wie dürfte es anders sein, haben wir Spaghetti alla Chitarra, also quasi die traditionellen Spaghetti, die quadratisch sind, nicht ja. Rund, also sehr ursprünglich. Natürlich Guanciale dabei und das kennst du allerdings schon, Mezzemanike zum Pesto Genovese. Wir konzentrieren uns wirklich auf die beiden hier ja. Und nochmal in aller Förmlichkeit und auch für die Kamera. Sag mir bitte, was dir nicht gefällt. Du musst mir keinen Gefallen tun, du hast mich hier schon empfangen, das ist schon genug. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, sagst es, okay? Also ich will eine echte, ehrliche Meinung von dir. Die Sachen sind vakuumiert. Ich hoffe, dass relativ wenig Konservierungsstoffe drin sind. Es sind gar keine. Also Konservierungsstoffe hast du gar nicht drin. Ja. Konservierungsstoffe, Farbstoffe hast du nicht. Plastik ist recyclingfähig und wir arbeiten daran, nach Möglichkeit zu reduzieren. Wir starten Carbonara oder Pomodoro e Salsiccia? Was sagst du? Carbonara. Carbonara direkt? Carbonara. Komm, los geht's. Dann beginnen wir einmal, indem wir unsere Guanciale auslassen. Also Pfanne auf dem Herd. Also ganz simpel, Guanciale in eine Pfanne und auslassen, sodass die schön schmilzt, ein bisschen Knusper bekommt und dass wir dann vor allem, ganz wichtig, auch ein bisschen Fett übrig haben in der Pfanne. Man sieht jetzt schon schön, hier schwimmt einiges an Fett. Sind wir trotzdem noch nicht ganz da, aber der Moment für unsere Spaghetti ist gekommen. Wie immer, frische Pasta. Und jetzt, vielleicht ist das peinlich, Timer auf 5 Minuten. Was sagst du dazu? Das hast du im Gefühl, das musst du spüren. So, jetzt bräuchte ich eine kleine Schüssel. Soll ich mich einfach wie zu Hause? Nein, ich mach das gerne. So, jetzt wie immer bei Pasta Poesia, weil es einfach bei italienischer Pasta so gehört, nehmen wir uns ein wenig Nudelwasser an die Seite, um die Pasta später
zur perfekten Konsistenz zu bringen. So viel Fett rausgekommen aus unserem Guanciale. Und jetzt holen wir alles bis auf das Fett aus der Pfanne heraus. Geben den Guanciale zur Seite. Aber jetzt mal, also ich frage jetzt einfach mal als Laie nach, der nicht der vielleicht... Der sich gar nicht mit Kochen auskennt. Nee, gar nicht. Oft kriegst du ja, sag ich mal, solche Packages, wo du einfach sagst, du hast die Pasta, du hast die Soße, prügelst die zusammen. Glaubst du, dass das ein so krasser Unterschied ist, den jetzt frisch auszulassen? Ja. Definitiv. Also wenn wir den Guanciale in der Soße gehabt hätten, das ist ja ein Chip. Das ist ja Crunch. Das ist ja eine Textur. Wenn das Ding in der Soße drin ist, hätte es nicht geklappt. Wir haben natürlich auch damit experimentiert, weil am Ende des Tages, es soll ja auch einfach sein für die Leute, die zu Hause zubereiten. Aber für uns war wichtig, dass wir einfach den Spirit vom Rezept nicht verändern. Und ich glaube, was nachher der schöne Grundgedanke ist, du kochst noch, obwohl du nicht kochst. Genau, du kochst, ohne kochen zu können. Genau. So, also Nudeln rausholen, einmal straight raus in die Pfanne mit unserem Guanciale-Fett. Die Pfanne ist zu dem Zeitpunkt schon runter von der Hitze. Wir arbeiten mit echtem Ei und Ei kann bei Hitze stocken. So, also auch wenn man Pasta Poesia zubereitet, darauf muss man achten. Es darf einfach nicht zu heiß sein. Aber dann haben wir jetzt unsere Pfanne. Der Herd ist aus, ne? Der Herd ist aus, korrekt. Okay, sehr gut. Nehmen wir unsere Crema Carbonara. Du riechst auch vor allem auch Pecorino, ne? Ja, Pecorino, klar, klare Sache. Und jetzt machen wir es uns ganz leicht, Crema Carbonara draufgeben. Ich finde, das ist so ein bisschen Trust the Process, ne? Weil jetzt gerade denkt man sich so, was wird das? Mhm. Aber vertrau mal. Guter Schluck Nudelwasser dazu und dann ein bisschen Aufregung ist dabei, sage ich euch ganz ehrlich. Also, du fragst dich jetzt vielleicht, wie schaffen die Jungs das, ohne Konservierungsstoffe, eine Pasta mit frischem Ei frisch zu halten? Sage ich dir, Betriebsgeheimnis. Aber guck dir mal bitte an. Das ist halt eine Carbonara, wie sie sein soll, ne? Eine wunderschöne Creme. Ja, ist noch heiß. Am Ende heiß ist. Bestimmt Teller vorgewärmt, ne? Ich mach Spaß. Kannst du bitte mal fühlen? Der ist wirklich vorgewärmt. What the fuck? Ist das so ein Ding? Sind hier alle Teller vorgewärmt? Ja, genau. Wir kühlen die dann im Schockfrost runter, wenn wir was Kaltes drauflegen. So, jetzt drehe ich dir das noch schnell auf. Aber auf den Teller. Oh, da gäbe es jetzt schon Abzüge in der B-Note, oder? Unsere Crema Carbonara. Pastapoesia.de jetzt erhält. Guckt euch das einfach mal an, Leute. Und wenn ihr das jetzt zu Hause haben wollt, dann geht mal auf pastapoesia.de. Wir haben jetzt gerade verfügbar den dritten Drop. Und das Gute ist, wir haben diesmal wirklich viel produziert, sodass jeder von euch die Chance haben sollte, an eine Box zu kommen. Kann trotzdem für nichts garantieren, deshalb besser schnell sein. Und jetzt, Max, kommt die Hochzeit. Der Guanciale kommt wieder oben auf die Pasta. Du hast einfach den Crunch, du hast die Textur. So soll eine Carbonara aussehen. Wie sie riechen muss. Sie hat den Glanz. Sie hat hier, sieht man, wenn man das mal ein bisschen von der Pasta abkratzt, hier vorne zum Beispiel, sehr, sehr schöne Liaison, so eine Verbindung eingegangen. Ich muss sagen, ich kann auf Cam nicht schön essen. Ist kein Problem. Es geht um den Genuss. dass du dich besser fühlst. Es geht um den Genuss. Pasta Poesia Carbonara vom Sternekoch getestet. Oh. Das wirkt so gestaged jetzt gerade. Was sagst du? Wahnsinn. Findest du geil? Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben viele Carbonara gegessen. Da waren viele gute dabei und die gehört auf jeden Fall zum Top 5. Vielleicht hätte die Pasta, aber das ist individuell gemocht, vielleicht eine Minute länger gekonnt oder 30 Sekunden. Ach krass, siehst du mal, und ich habe schon die 5 ausgereizt. Das ist halt das Ding, man muss zwischendurch probieren eigentlich. Man sieht das jetzt hier zum Beispiel sehr schön. Geh auch mal mit dir rein, ja? Ja, bitte. Wo die Soße oder die Cremigkeit drauf liegt, drückt sich die Nudel gut runter. Wo hier noch nichts drauf ist, ist sie noch relativ freistehend. Also so ein Zeichen, dass die Stärke noch nicht zu 100%, sage ich mal, ausgekocht ist. Mhm. Was du auch nicht möchtest, aber von der, das ist... Ich finde selbst so krass, diese Nuance, ne, und auch diese Schaumigkeit, die Crema Carbonara entwickelt. Ist wirklich geil. Gepaart mit Guanciale, diese Würzigkeit. Es ist wirklich was Besonderes. Und wir müssen sagen, wir stehen hier in Köln. Ja? In Köln kannst du zum Feinkostladen, da kriegst du Guanciale. Wahrscheinlich. Wenn er gerade verfügbar ist. Aber, und das ist ja unsere Mission mit Pasta Poesia, wir wollen die italienischen Pasta-Klassiker für jeden verfügbar machen. Such mal Guanciale, wenn du in irgendeinem 2000-Einwohner-Dorf im Norden wohnst. Und wenn man das alles hat, muss man es ja auch erstmal kochen können. Deshalb, ich finde, jeder Mensch sollte einmal echte Spaghetti Carbonara gegessen haben. Und so ist es möglich. Deshalb bin ich verdammt stolz darauf. Am Ende des Tages, ja, ich mache gerade Werbung für meine Brand, aber es ist einfach ein geiles Produkt. Ich hätte auch, wenn es nicht mein Produkt wäre, hätte ich ein Video darüber gemacht, weil ich es so geil und faszinierend finde. Es ist super lecker und vor allem, du musst nicht kochen können. Und jeder, der jetzt quasi das Video gesehen hat, kann das so zu Hause nachkochen. Ja. Und ich weiß auch, Freunde, es werden wieder Kommentare zum Preis kommen, aber das Produkt ist so gut, weil es kostet, was es kostet. Man hätte Abstriche machen können, Verpackung, Versand sind teuer, gute Produkte sind teuer. Wir sind auch keine Riesenfirma, deshalb bin ich dankbar für jeden, der das sieht, der das versteht und der uns jetzt auf unserem Weg begleitet. Wir wollen natürlich am Ende des Tages, wollen wir, dass jeder am Ende irgendwann mal in den Genuss von dieser Pasta kommen kann. Deshalb Kuss geht raus an alle, die supporten. Und es ist ein surreales Gefühl, dass wirklich ein Sternekoch der Sternekoch
Also ihr alle kennt Max Lorenz vom Channel. Dass du jetzt sagst, dass das geil ist, das lässt mich wirklich stolz sein. Also jetzt muss man auch mal so ehrlich sagen, das kostet ja auch 1,50 €. Aber, und das ist das große Aber, wenn du dir bei deinem Lieferdienst was bestellst, eine Carbonara, ob sie klassisch ist, Leckers etc. pp., unter 11, 12, 13 Euro kriegst du es nicht hin. Dann kommt sie lauwarm an. Dann hast du gesagt, du wolltest sie aber so haben und dann hat das verkackt. Das machst du selber. Relativ wenig Skill-Level, ja, muss man einfach sagen. Ja. Ein tolles Endprodukt in einer hervorragenden Qualität. Und wer kennt das nicht? Keine Ahnung. Die Waschmaschine ist gerade kaputt gegangen. Scheiße, ich muss noch gerade was für die Uni fertig machen. Dann steht das Essen da. Das dauert von Anfang bis Ende 8 Minuten. Ist so. Ist wirklich so. Zigarettenlänge. Ja, also das ist ja auch genau das, was wir machen wollen. Es wird niemals so günstig sein wie eine Supermarktsoße. Punkt. Nein. Ist einfach so. Es tut mir leid, ist so. Aber wenn es so wäre, könnte es nicht das Produkt sein, was es ist. Also ich glaube, man kratzt schon sehr an diesen 100%. Klar hätte ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr Wasser ins Salz getan, die Nudeln vielleicht ein bisschen länger, vielleicht eine Mühe mehr Guanciale, weil ich einfach auf Fett stehe. Aber unterm Strich, wenn wir sagen, und ich hätte nicht gewusst, dass es von Maxi Pasta ist, soll ich jetzt in einem normalen, guten italienischen Restaurant bekommen, hätte ich gesagt, vielen Dank, das wäre ein Grund, warum ich wiederkommen würde. Darf ich dir darauf die Hand geben? Ja, klar. Es ist wirklich, ey Leute, es ist wirklich, es ist ja ein geiler Moment. Nein, es ist ehrlich, es ist nicht gestellt. Ich habe ein breites Kreuz, ich würde es dir auch sagen, weil ich es nicht lecker fand. Ja. Wir hatten das ja gehabt mit den drei Pastern, ja, wo eine dabei war, die jetzt nicht so mein Favorite, ja, war. Aber die beiden anderen würde ich mir auch für mich zu Hause, wenn es mal schnell gehen muss, wieder kaufen. Genau, deshalb volle Transparenz. Max Lorenz meinte, die Trüffelpaste aus dem letzten Drop war nicht so sein Fall. Das war auch die kontroverseste. Ja. Dir war es zu trüffelig, anderen ist es nicht trüffelig genug. Man kann es nicht jedem recht machen, aber ich glaube, das ist einfach authentisch. Und man kann es, ja, nicht richtig machen, aber man kann es authentisch machen. Und das sind echte Spaghetti Carbonara. Gib ihm. Und jetzt, du weißt es selbst, ne? Ich hab's dir gesagt, du hast sie gerade gegessen, aber das hier ist mein Favorite ever. Okay, bin ich gespannt. Paccheri, Pomodoro ist Salsiccia. Okay. So, dann wollen wir mal. Es geht auch wirklich schnell. Ich raube dir nicht weitere Zeit. Ist auch wirklich nochmal Dankeschön, dass du uns hier im Betrieb quasi empfängst. Der Tacho drückt nämlich so langsam. Kein Thema. Paccheri, habe ich einfach festgestellt, ist, glaube ich, mit so meine Lieblingsnudel. Einfach eine geile Nudel, hat so einen richtig schönen Biss. Wir hauen jetzt mal rein, 5 bis 7 Minuten. Und eine Sache möchte ich noch sagen, wenn du Bolognese mochtest, dann wirst du das hier lieben. Soße ist warm geworden, Paccheri sind gekocht, ein Schluck Nudelwasser hinzugefügt, sodass es schön flüssig ist. Und jetzt kommen einfach die Paccheri oben drauf. Ich weiß, ich frage mich gerade innerlich, ob ich mich trauen soll zu schwenken in der Küche von Max Lorenz. Mach doch rein. Paccheri drauf auf den Teller. Es ist wirklich so ein simples Ding, aber es ist ein Traum. That's it. Und wie immer, ehrliche Meinung. Nudel ist Weltklasse. Großartig. Mega Konsistenz, geiler Biss, super. Du hast wirklich das Gefühl, so fast so, du beißt in so einen gekochten Tafelspitz. Von der Soße her ist das schön, das geht eine Melange ein. Der Parmesan ist gerade ganz wichtig für mich. Ja. Ich würde mir vielleicht eine Sache wünschen, noch mehr Fenchel, noch mehr Anis. Mhm. Also vielleicht, ob man sagt, wenn man dieses Sugo kocht, was sehr lecker ist, einfach noch ein bisschen das mehr ausarbeiten. Ja. Weil jetzt geht es einfach aufgrund, weil so viel Power da drin ist, geht das ein bisschen verloren. Ich verstehe, was du meinst. Das ist, ja, so eine Umami, weil du hast nicht so diese krasse Feinheit darin. Aber für mich ist das halt wirklich eine Pasta zum Reinlegen. Aber die Salsiccia, guck mal, hier vorne hast du ein richtig schönes Stück. Mhm. Ich würde wegen der Pasta wiederkommen. Und das ist ja nachher das Entscheidende. Ja. Und das ist einfach lecker. Da wollen sie sagen, ja, könnte aber jenes, dieses, welches. Ja, okay, für mich vielleicht ein bisschen mehr Fenchel oder Anis. Ja. Aber das ist lecker. Mehr, als ich mir hätte wünschen können. Mach du das Ding mal fertig. Für euch zu Hause, wie gesagt, pastapoesia.de. Ihr könnt jetzt bestellen. Kommt noch was weiteres dazu. Einmal die Mezze Manike, einmal Pesto Genovese, kennt ihr aus dem letzten Drop. Ich persönlich bin immer noch geflasht, dass wir es geschafft haben, ein selbstgemachtes Pesto zu verkaufen. Also es ist wie selbstgemacht. Max, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sehe schon die Kommentare ein bisschen kommen, dass die Leute sagen, das war irgendwie abgesprochen oder irgendwas. Klar, wir kennen uns, wir mögen uns, aber wir mögen uns so sehr, dass Max mir auch gesagt hätte, wenn es scheiße gewesen wäre. Absolut. Und wie ich gesagt habe, hier ein bisschen Anis, die Trüffelpasta war nicht mein Geschmack. Ich kann ja auch nachher nur für mich entscheiden. Ja. Klar habe ich vielleicht eine gewisse fachliche Expertise mir erarbeitet über die Jahrzehnte, aber das ist einfach lecker. Einfach macht das, kauft das, setzt euch sonntags hin mit einem Gläschen Rotwein, Tatort gucken, genauso wie ich auch und habt einfach eine gute Zeit. Carsten Henn als beruflicher Restaurantkritiker sagt, das ist geil, aber es ist nicht geil, verliert der Kredibilität. Wenn ich in deiner Sterneküche stehe, dir meine Pasta koche und du sagst, schmeckt geil, dann sagen die Leute, was labert der, wenn es nicht stimmt. Also genau. Überzeugt euch selbst von der Qualität. Ich bin stolz auf jeden Fall. Schaut bei pastapoesia.de vorbei und bei Max Lorenz ganz oben verlinkt in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.